Was ist das perfekte Messer für eure Ausbildung oder für euch daheim? Servus, liebe Food Factory Community. Das ist im Grunde eine sehr gute Frage und eine ganz einfache. Ihr braucht exakt ein einziges Messer, und zwar das sogenannte Chefkochmesser. 18 bis 20 cm lang und erfüllt natürlich alle Parameter aus dem ersten Video. Und dann habt ihr euer perfektes Chefkochmesser in der Hand. Und dabei ist es vollkommen egal, ob das jetzt diese Form hat oder zum Beispiel auch eine Sandoku-Form oder zum Beispiel auch so eine Form. Macht keinen Unterschied. Das Wichtigste ist, ihr kommt damit zurecht und ihr werdet damit 80% eurer kompletten Arbeiten machen. Und ich empfehle auch, nehmt am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Hand, wenn ihr sagt, hey, ich investiere lieber in ein oder zwei Messer, denn damit arbeitet ihr jeden Tag. Und das hier ist wirklich mein Messer vom ersten Tag, schon vor meiner Ausbildung, wo ich noch Ferienjobs gemacht habe. Also ihr seht, investiert und es wird sich lohnen. Das nächste Messer, was ich empfehle, sind ganz klassische Office-Messer, Vorbereitungsmesser oder Gemüsemesser genannt. Und damit macht ihr exakt das, für was ein großes Messer dann doch zu groß ist, die ganzen kleinen Vorbereitungen, Gemüseschälen, Entkernen und so weiter und so fort. Das nächste Messer wäre dann ein Brotmesser, obwohl ich das eher für euch daheim empfehle, denn ein Brotmesser kann man immer daheim gebrauchen. In der Ausbildung ist es dann schon so eine Sache, ob man es braucht oder nicht. Ich zum Beispiel habe es bis jetzt noch nie gebraucht. Dafür habe ich ab und zu mal ein Messer mit einem Wellenschliff gebraucht. Die bekommt ihr aber nicht nur bei Brotmessern, sondern auch schon zum Beispiel bei Chefkochmessern oder aber auch bei Office- und Gemüsemessern. Und dann kommen wir in den Bereich, wo man schon von Spezialmessern reden kann. Und ich meine damit jetzt nicht so welche fancy asiatischen Messer, sondern so ganz einfache, banale Dinge wie ein Ausbeiner zum Beispiel. Wenn ihr viel mit Fleisch arbeiten müsst, wo ihr quasi noch das Fleisch vom Knochen lösen müsst, also fachgerechtes Auslösen, kommt ihr um den Ausbeiner nicht rum. Ich persönlich besitze zum Beispiel keinen. Ich hatte immer nette Kollegen, die mir ihren ausgeliehen haben, wie jetzt auch in dem Fall. Dann gibt es noch Turniermesser, heutzutage fast gar nicht mehr eingesetzt, vielleicht braucht ihr es ja trotzdem. Aber auch Filetiermesser und so weiter und so fort. Das Portfolio an Messern ist natürlich riesengroß und da müsst ihr einfach gucken, ob ihr es letztendlich braucht. Und ich sage immer, wer die Leidenschaft zum Kochen entwickelt, wird auch die Leidenschaft zu guten Messern entwickeln. Und ihr werdet irgendwann merken, dass eure Sammlung an Messern immer größer wird. Doch welches ist denn jetzt eigentlich das beliebteste Material, aus dem Messer hergestellt werden? Das erfahrt ihr im nächsten Video.